Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier. Und wie ihr seht, machen wir heute ernst. Heute erwachen wir, ja, zu unserem Blue Vegeta Agility zu 100%, beziehungsweise besser gesagt, wir bringen ihn zu 100%. Machen wir das mal. Und dann, lass uns mal anschauen. Oh mein Gott, das sieht doch geil aus. 100% Agility Vegeta Blue. Screening muss her. Und nun stellen wir uns natürlich die Frage, ob er es wert war. Ob er es wert war, wie gehen wir das Ganze an? Wir gucken uns erstmal die Karte an sich an, was kann er denn? Dann tun wir ihn showcasen, wir tun alle Linkskill triggern, wie in üblichen Showcases von mir. Schauen uns seinen Schaden an und gehen dann mit ihm in seinem klar besten Team, Super Agility Team momentan, in eine Stage. Aber schauen wir uns den Dude mal selbst an, alles klar. Wir wissen, Agility Charaktere bekommen auf 100% im Hidden Potential System auf die Verteidigung 5400, auf den Angriff 5000 und auf die HP 4600. Somit kommt unser Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta auf 12.616 HP, 13.344 Attack und 10.310. Also die, seine Def ist sehr, sehr hoch. Kosten 42 Leader Skin, ja, All Types Attack und Def 30%. Also er ist kein typischer Leader, wissen wir aber. Er macht Supreme Damage mit der Ulti. Passive, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 80%, wenn er eine Super Attack macht. Das wird interessant sein, wie sein Damage-Output eben dann sein wird mit den 80% auf 100. Also auf 100% im Hidden Potential System. Link-Skill, beziehungsweise gehen wir erstmal auf die Hidden Potential Skills ein. Ich bin auf Level 15 Crit gegangen, Level 11 Additional Attack. Warum? Er macht nur Supreme Damage, ja. Und er hat keinerlei Buff oder so auf seiner Ulti. Deswegen wollte ich so viel wie möglich auf Crit gehen. Und bei Agility-Charakteren wissen wir, dass wir somit auf ein Maximum von 15 Crit kommen und Level 11 Additional Attack. Dies wiederum heißt, wir haben eine 30%ige Chance zu critten und eine 22%ige Chance, eine Additional Attack zu starten. Wobei Additional Attack immer so ist, Leute, es ist ein weiterer Angriff mit einer weiteren Chance auf eine Ulti. Also keine zweite Ulti garantiert. Anyways, Link-Skills sind sehr interessant. Er hat Super Saiyan, Warrior Gods, Prodigy, Super God Comeback, Resurrection F, Prepared for Battle und Fierce Battle. Hier, kennen wahrscheinlich die meisten schon, gibt es einen anderen Charakter, der perfekt für ihn ist, der all seine Link-Skills teilt, bis auf einen. Und das ist der Agility Blue Goku, auch aus Resurrection F. Ihn werden wir dann ganz klar zum Showcase nehmen. Aber wie gesagt, da triggert sich dann wirklich sehr, sehr viel. Er hat viel Angriff Link-Skill, 10% mit Super Saiyan, Warrior God 10%, Prodigy 10%, Super God Comeback 15%, Resurrection F plus 700, Prepared for Battle Key plus 2 und Fierce Battle 15%. Und er ist in der Kategorie Realm of Gods. So viel zu unserem Boy, 100% Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta oder kurz Vegeta Blue. Nun würde ich sagen, gehen wir natürlich direkt mal in eine Kampfszene und schauen uns den Dude genauer an, indem wir all seine Link-Skills triggern und uns seinen Schaden angucken. Bis gleich. Alles klar, nun sind wir in der Kampfszene und wir haben wirklich jeden Linkskill getriggert. Wir haben die perfekten Bedingungen, das Resurrection F Trio so gesehen. Vegeta bekommt durch beide wirklich jeden Linkskill getriggert, den ihr seht. Super Saiyan 10%, Warrior God 10%, Prodigy 10%, Super God Combat 15%, Attack plus 7 durch Resurrection F, Key plus 2 durch Prepared for Battle und durch Fierce Battle weitere 15%. Somit bekommen wir auf 60% maximal und 700 konstanten Wert Boost auf den Angriff. So Leute, jetzt ist es echt spannend. Wie wird unser Schaden sein im Typenvorteil? Schauen wir uns das Ganze mal an. Let's go. Und jetzt 866.000 bekommen wir so. Und 1,7 Millionen. Nicht schlecht. Wir kommen auf fast 2 Millionen mit ihm. Ohne Crit gar nichts. Jetzt schauen wir mal eine Zeitlist-Szene und hoffen auf den Crit. Und gucken uns das Ganze an, wie es mit dem Crit läuft. Bis gleich. Alles klar. Und nun haben wir das perfekte Setup. Nun sind alle Link-Skill von Vegeta getriggert. Wir haben, ganz klar, vom Goku Blue allein getriggert wirklich jeden Link-Skill hier, den ihr seht. Außer Prodigies. Aber deswegen haben wir den Angel Vegeta hergeholt, den Super Saiyan. Können wir ganz kurz hergucken und gucken. Und zwar hier haben wir das Prodigy 10% richtig. Also ist jeder Link-Skill quasi getriggert von dem Vegeta. Wir haben somit voll 60% auf den Angriff, plus 700 von Resurrection F und Prepared for Battle Key plus 2. Somit, Typenvorteil, alle Links sind wie gesagt getriggert. Und jetzt schauen wir uns mal den Schaden an. Let's go. $866.000 kommen wir so. Aber
2,2 Millionen Crit. 2,2 Millionen Crit. Sehr nice. Sehr, sehr gut. Alles klar, Leute. Also wir haben wirklich sehr vieles, sehr Gutes gesehen. 1,7 Millionen so, ohne Crit. Alles getriggert und 2,2 Millionen mit Crit. Sehr, sehr nice. So sieht ein Team aus, wie man es spielt quasi. Nämlich ein super Agility-Team. Und ganz wichtig, in der Rotation, in der wir ihn halten, ist auch der Blue Goku, weil das ist wirklich sein allerbester Partner, Leute. Wenn ihr ein super Agility-Team habt und diese beiden Charaktere habt, dann behaltet sie in einer Rotation in einem Team und nutzt diesen Blue Goku statt den Kaioken Blue Goku, weil der hier wirklich sich perfekt linkt mit dem Vegeta. Des Weiteren würde ich sagen, heute sind Strength-Tage. Wir gehen natürlich gegen unseren Erzfeind Kakarot, gegen ihn in vielfachen Stage. Und dann schauen wir mal, wie sich das Team und wie sich Blue Vegeta selbst in dem Team so tut. Bis gleich. Wir sind nun auch schon mitten im Kampf und die Rotationen stimmen gar nicht, leider. Deswegen müssen wir erstmal gucken, ob wir das hinbekommen. Und wir müssen aufpassen, dass uns Vegeta nicht die Show stehlen. Deswegen gucke ich mal, wie ich das Ganze hier hinbiege. Ja, Vegeta rotieren wir ganz klar raus. Voller Fokus auf Blue Vegeta, ja. Sein Showcase 100%, deswegen müssen wir gucken, dass sich die anderen Charaktere in Zaun halten. Denn es kann wirklich sein, dass sie alles one-shotten. Oh, okay, gut. Edition Attack. Zum Glück keine Ulti. Ja, ist auch crazy, wenn man dann natürlich nicht auf eine Ulti hofft nach einer Edition Attack. Aber wie gesagt, es ist Showcase zum Vegeta Blue. Und, oh Gott, okay. Und da bringen wir ganz klar ihn und Goku in eine Rotation. Darauf bauen wir jetzt erstmal an. Gut, aber auch so haben wir ihn natürlich in dieser Rotation, alles klar. Ich würde ihn ganz gerne, schnell ein paar nach links, dann Vegeta dahin, weil ich ganz gerne sehen würde, wie er dann auch quasi tankt. Nach einer Ulti bekommt er nicht nur einen Angriffsboost, sondern auch Verteidigungsboost von 80%. Sofern der Goku das überlebt, gucken wir mal. Also, in dem Dokument, der vor vier Wochen, wir kommen auch viel, viel mehr wegen Pan jetzt, 938.000. 1,1 Millionen Crit, okay, sehr nice, sehr, sehr gut. Gut, diesen Goku müssen wir rausrotieren. Zack, der muss auf jeden Fall in die Rotation mit Vegeta. Das kann so bleiben und ja, machen wir das so, passt alles. Also bis jetzt würde ich schon mal auf jeden Fall sagen, indem wir den Schaden gesehen haben, lohnt sich auf jeden Fall. Es ist wert, ihn auf 100% zu bringen. Natürlich gibt es weitaus andere Charaktere, die es zuerst auf 100% bringt. Das sind alle Leader zum Beispiel. Alle Leader. Ich würde natürlich meine Orbs für alle Leader erstmal sparen. Für die Neogard-Leader, für Dokkan-exklusive Charaktere, Leute. Vergesst das ja nicht. Tu das auch. Aber in dem Fall, Vegeta Blue, Showcase, wollte ich auf jeden Fall herausbringen, 100%. Ob es sich lohnt, wenn ein oder andere mit dem Gedanken spielt, erinnert sich auf jeden Fall. Aber da geht ja noch mehr. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Und zwar, jetzt können wir sehen, wie er tankt. Wir bekommen die Ulti. Und die Sache ist so, wir bekommen unseren Angriffboost und Verteidigungsboost erst während der Ulti. Heißt, den ersten Angriff, da sind wir noch nicht tanky, da haben wir keinen Prozentsatz auf unsere Verteidigung. Trotzdem 10 Schaden, oh mein Gott, was? Jetzt haben wir geultet, jetzt haben wir Angriff und Deathboost. Okay, 800.000 ohne Crit, nice. Oh, jetzt habe ich total nicht gesehen, wie viel Schaden wir bekommen haben. Das ging zu schnell. Aber egal, das erste war ja klar 10, also boah, Tanky ist auf jeden Fall auf 100%, wie wir sehen. Tanky ist auf jeden Fall. Jetzt hoffen wir noch, dass wir die eine goldene Rotation bekommen mit ihm und Goku. Das ist dann die nächste Runde, richtig? Richtig, perfekt. Also müssen wir hier auf jeden Fall mal ganz kurz aufpassen, dass wir hier... Wir können es nicht vermeiden, dass wir hier unten wahrscheinlich... Es sei denn, wir machen das kurz so. Ja, perfekt. Der erste ultet nicht. Und ja, der ultet, macht nichts. Ne, der ultet auch nicht. Perfekt, perfekt, perfekt. Ah, wir bekommen die Ulti. Gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Okay, ja. Das sollten wir überleben. Ulti haben wir schon kassiert. Sehr gut. Okay, und auf jeden Fall, die Sache ist die, also ein super Agility-Team. Ich mache das jetzt wirrwarr. Ich will jetzt nur quasi den Vegeta showcasen, ihn mit Blue Goku in eine Rotation bringen. Wenn ihr so quasi auch mehr oder weniger dasselbe Team habt, dann habt ihr, wie gesagt, Vegeta Blue mit Goku Blue in einer Rotation. Oder unsere Charaktere sind Super Saiyan 2, Gohan und diese Pan. Und in der anderen Rotation habt ihr ganz klar vierfachen Vegeta und Super Vegito. Gut, jetzt wird's spannend. Wir haben quasi alles getriggert außer Prodigies. Heißt 50%, 700 Angriff. Dann haben wir durch Pan noch 40% auf Angriff und Verteidigung. Jetzt bin ich gespannt, was hier abgeht. Jetzt bin ich hier gespannt, auf jeden Fall. Oh, 1 Million kommen wir schon so. Okay,
Kommt auch noch ein Crit. 1,4 Millionen Crit Additional Ulti. Zum Abschluss zeigt der Vegeta zu seinem Showcase 100%. Was hat... Oh! Zweimal Additional Crit. Beziehungsweise zweimal Ultis mit einer Crit, Leute. Gesamt 2,8 Millionen, 2,9 Millionen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Da hat er zum Abschluss nochmal gezeigt, was er drauf hat mit Goku in der Rotation. Ihr habt gesehen, das macht sehr viel aus. Wir sind weitaus höher gekommen mit dem Schaden. Ob es wert war, Leute. Auf jeden Fall sage ich. Ich sage auf jeden Fall. Nicht nur als Vegeta-Liebhaber, denn wir sehen seinen Damage-Output mit 80% auf Angriff und Verteidigung. Er macht Schaden, ist tanky. Wirklich ein sehr guter, kompletter Charakter quasi so gesehen. Auf, also balancierter, sagen wir mal. Und, aber natürlich ganz wichtig, wenn ihr jeden anderen Leader habt und ihn auf 100% bringen könnt, dann macht zuerst diesen anderen Leader auf 100%. Beispielsweise, wie ich es getan habe, meinen Super Vegito, vierfachen Vegeta eventuell. Was heißt eventuell? Vierfachen Vegeta auf jeden Fall vor so einem Charakter wie Vegeta Blue. Auf 100% bringen, wenn ihr die Chance habt. Also alle Dokkan-exklusiven Charaktere quasi. Aber für diejenigen, wie gesagt, die sich schon mal gefragt haben, ey, lohnt es sich auf 100%? Hier habt ihr es auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.